Und herzlich willkommen zum Vlogmas Nummer 4. Wir haben heute Sonntag, den zu späten in der Woche. Das heißt, dieser Vlog ist ein kleiner Fail, so ein bisschen, wenn man die Woche über vloggen will. Und man vloggt tatsächlich vor allem Sonntag. Aber das Wetter ist wirklich grandios draußen. Es ist so schöner Sonnenschein und ich bin total im Winterfieber. Gibt's das? Winterfieber? Mal abgesehen von meinen Kameraproblematiken war auch einfach diese Woche extrem schwer zu filmen, weil ich nur mit Leuten unterwegs war und zusammen war, die nicht so gern gefilmt werden wollen. Was es ein bisschen schwierig macht zu filmen, was man gerade tut. Vor allem, weil wir viel einfach zusammengesessen haben und erzählt haben, wie man das wahrscheinlich so macht, wenn man sich nicht so wahnsinnig oft sieht, dass man einfach ein bisschen aufholt. Was hast du erlebt? Was habe ich erlebt? Was gibt's Neues? Und das kann man schlecht filmen irgendwie. Ich habe es geschafft, hier und da so ein paar kleine Schnipsel zu filmen. Deswegen wird dieser Vlogmas-Vlog eher wie so eine Vlogmas-Collage von dem, was ich so gemacht habe. Ich hätte natürlich auch filmen können, wie ich tanze. Einfach, um mich so ein bisschen lächerlich zu machen und diesen Vlog aufzuwerten. Aber sind wir mal ehrlich, das wäre doch etwas peinlich. Die Tage vor Weihnachten habe ich ganz einfach genutzt, um so viele Freunde zu sehen, wie ich konnte. Denn gerade um die Weihnachtszeit sammeln sich natürlich alle irgendwie in ihrer Heimatstadt und dann kann man die Gelegenheit nutzen und einfach mal so hören, wie es ihnen geht und sie sehen und sie umarmen, auch wenn man sich sonst nicht so wahnsinnig häufig sieht. Mit einer Freundin habe ich Frozen gesehen, beziehungsweise ich glaube, das heißt auf Deutsch die Schneekönigin. Stimmt das? Wahnsinnig schöner Film, hätte ich niemals gedacht. Ich habe schon lange nicht mehr so einen schönen Disney-Film gesehen oder Disney-Pixar-Film. Ich weiß gerade nicht, was der Unterschied ist, aber das ist wirklich ein unfassbar schöner Film. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, kann ich wirklich empfehlen. Von der Musik über die Zeichnung, über die Geschichte. Ich liebe das Ende. Ich liebe, dass das Ende nicht so ist, wie man es erwartet, sondern eben so, wie es ist. Dann habe ich mich mit Freundinnen getroffen und war einfach nur was essen, was trinken, so ein bisschen erzählen und rumsitzen in alten Cafés und Kneipen, die wir gerne besucht haben, als wir noch Schüler waren in meiner Heimatstadt. Und am 23. ist immer so ein kleines Traditionstreffen mit alten Schulkameraden, mit so dem harten Kern. Einfach Leuten, die mir unheimlich wichtig sind, die ich seit der Schulzeit kenne, mit denen ich schon so viel durchgemacht habe. Mal ganz abgesehen von der Pubertät, die man so gemeinsam gemeistert hat, gibt es da noch so einige andere Dinge, die wir gemeinsam so erlebt haben. Auweia. Und es ist schön, dass man sich zumindest einmal im Jahr, immer am 23. in der gleichen Kneipe trifft und erzählt. Und das tut extrem gut. Wir haben wirklich wieder sehr lange gesessen, wie eigentlich jedes Jahr. Und einige waren etwas angeheitert, andere weniger. Ich persönlich bin immer der Fahrer, weil ich keinen Alkohol mag. Also bleibe ich bei so geilen Sachen wie Red Bull, was einen ähnlichen Effekt bei mir hat. Wenn ich so den dritten davon trinke, bin ich auch so ein bisschen... Kennt irgendwer Hammy von Ab durch die Hecke? Ja, das ist, wenn Hammy Cola trinkt, dann ähnlicher Effekt. Also. Oder Bananensaft. Bananensaft ist auch sehr, sehr lecker. Schön süß und so dickflüssig und so. Dementsprechend haben wir am 24. erstmal ausgeschlafen, haben dann so ein bisschen Weihnachten vorbereitet, ein paar Geschenke eingepackt, den Tisch gedeckt und so weiter. Den Baum geschmückt, denn meine Eltern machen das grundsätzlich immer am 24. Allerhöchstens mal am 23., aber meistens erst am 24. Kann ich gar nicht verstehen, ehrlich gesagt. Da hat man ja gar nichts davon. Sonne! It's so pretty! It's so fluffy, I'm gonna die! Fröhliche Weihnachten! Es ist soweit, wir haben den 24. und gerade ist die Sonne rausgekommen, was unheimlich schön aussieht. Und ich wollte euch kurz mein Outfit zeigen, bevor wir gleich runtergehen. Und zwar habe ich mir erstmal meine Haare so zurechtgemacht, ta-ta-ta-ta, und habe die einfach so ein bisschen gelockt und ein bisschen Volumen reingemacht und so und habe versucht zu verstecken, dass ich dringend Haare färben muss. Vielleicht laufe ich einfach so rum, den ganzen Abend. Und das ist mein Outfit, ein ganz, ganz einfaches schwarzes H&M-Oberteil mit diesen Plüschärmelchen und dazu ein H&M-Rock, der auch schon etwas älter ist und der so eine unheimlich schöne Figur macht, selbst wenn man sehr viel gegessen hat. Wenn ich sehr, sehr viel esse, sieht der immer noch gut aus und ja, eine schwarze Strumpfhose. Ja, und da unten ist Chaos. Ups. So, wir gehen jetzt runter und ich muss die Geschenke noch mitnehmen. Und dann werden wir unter den Weihnachtsbaum gelegt und dann haben wir fröhlicher Weihnacht. Froher Schall. Frohe Weihnacht. Meine Tante und meine Omi bummeln. Und meine Mutter sagt gerade,
Wenn die nicht bald kommen, kitsche ich hier noch alles zu. Wir haben ganz, ganz viel Deko. Papa! Willst du mir was sagen? Meine Mutter sagt gerade... Wo kommen sie denn? Wir gucken sie ran. Kennt ihr das? Rangucken, man stellt sich vors Fenster und schaut... Ja! Muss ich ans Fenster stellen und gucken, so. Dann kommen sie auch. Weihnachten läuft bei uns momentan sehr unspektakulär ab, weil es einfach ein kinderloses Weihnachten ist, denn bei uns in der Familie gibt es im Moment keine kleinen Kinder. Das heißt, wir sitzen vor allen Dingen viel zusammen und genießen, dass wir einander haben und lachen und erzählen und packen Geschenke aus und haben Musik. Und einige von euch haben mich auch zum Beispiel gefragt, ob wir zusammen in die Kirche gehen. Das haben wir tatsächlich ein paar Jahre lang gemacht, weil es wirklich einfach so eine besondere Stimmung ist, wenn man in der Kirche ist. Und erst dann habe ich persönlich auch so ein richtiges Weihnachtsgefühl. Aber meistens haben wir nur Plätze bekommen in Kirchen, die ungeheizt sind. Das heißt, wir haben dort ziemlich gefroren. Mich persönlich hat das nicht so gestört, weil es so wunderschöne Sätze rausgebracht hat, wie, keine Ahnung, der Satz von meinem Cousin, als wir noch relativ klein waren. Und ich sage, mir ist so kalt. Und mein Cousin sagt, willst du meine Mütze haben? Aber nach einer Zeit hat meine Familie fast einstimmig beschlossen, dass wir dort nicht mehr hingehen, weil es einfach zu kalt ist. Mir persönlich fehlt es ein bisschen, weil ich die Stimmung einfach mag, wenn man in der Kirche sitzt und die Musik und einfach alle sind so andächtig und jeder denkt nochmal drüber nach, wie das Jahr so war und was gut gelaufen ist, was nicht. Ich mag einfach diese Stimmung, ich liebe das. Am 25. sind wir dann zu der Familie meines Freundes gefahren und haben die besucht und da sind immer sehr, sehr viele Leute, weil viele Kinder, viele Enkelkinder, viel Tohuwabohu und da sich irgendwie in der Mitte des Raumes hinzustellen und sagen, Moment, stopp mal, Aufmerksamkeit auf mich. Wer will hier gefilmt werden, wer nicht? Und das dann am Ende alles zu behalten, das ist fast unmöglich. Von daher habe ich die Kamera einfach nicht rausgeholt. Ich habe sie lediglich rausgeholt bei einem Spaziergang mit Matti Mops. Denn der ist wirklich zuckersüß und den wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Und dann sind wir mit unserer gigantischen Beute, die wir bekommen haben, so wahnsinnig viel Zeug und so viele Taschen und so schwer, sind wir nach Hause gefahren und sind jetzt wieder gelandet. Und mein Liebster hat ein bisschen flach gelegen, der war ein bisschen krank, deswegen haben wir nicht großartig irgendwas unternommen, was ich hätte filmen können, zumal mir auch mehr nach Jogginganzug und auf der Couch liegen und planen war. Vor allen Dingen planen, denn ich bin im Moment sehr, sehr fleißig dabei, meinen Kalender zu gestalten und mir Übersichten zu machen und Putzpläne und generell Pläne. Ich bin so ein Planungsfreak, ich liebe das und ich bin sehr froh, wenn dieser Kalender fertig ist, denn langsam wird es echt anstrengend. Aber ich glaube, dass das Ergebnis echt gut wird und ich damit sehr, sehr gut übers Jahr komme, denn nächstes Jahr steht so viel an, so viele Pläne und so viele Projekte. Ich habe, glaube ich, wirklich das erste Mal in meinem Leben so richtig Bock aufs neue Jahr. Sonst war es immer so, als würde mich jemand schubsen und sagen, los, komm, neues Jahr. Und ich dachte eher immer so, ich will nicht, ich weiß ja nicht, was kommt. Und jetzt weiß ich auch nicht, was kommt. Man weiß nie, was kommt. Aber ich habe trotzdem so tierisch Bock aufs neue Jahr, weil so viele coole Sachen anstehen und so viele tolle, aufregende Dinge passieren. Sehr viele von diesen Dingen werdet ihr mitkriegen, denn die sind für euch gedacht. Und eine coole Sache hängt damit zusammen. Bei uns ziehen tatsächlich im Frühjahr, März, April, Mai irgendwann 2 kleine Miezekatzen ein. Wir reden schon so lange darüber. Ich glaube, seit wir in Leipzig studieren schon. Also ewig. Jedes Jahr ist es wieder Gesprächsthema. Wollen wir nicht? Haben wir genug Zeit? Haben wir genug Geld? Und so weiter und so fort. Und jetzt endlich, endlich, endlich sind wir soweit. Und ich kann es kaum abwarten. Und meine Schwiegermama in Spee hat uns gleich so ein Körbchen geschenkt, damit, wenn wir sie abholen, dann können wir das so haben und so. Wir wissen natürlich noch nicht, was es für Miezekätzchen sind. Denn wir wollen ins Tierheim gehen und einfach gucken, wer uns da um die Pfote wickelt. Ich finde, gerade bei Katzen muss man gut aufpassen, dass man Sympathie füreinander empfindet. Ich glaube, bei Hunden ist es so, dass tatsächlich der Besitzer den Hund aussucht, aber bei Katzen ist es umgekehrt. Denn wenn eine Katze dich scheiße findet, wird die dich auch noch 10 Jahre später scheiße finden. Und ich weiß nicht, wie cool es ist, mit jemandem zusammen zu wohnen, der einen scheiße findet, der solche Krallen hat. Ja. Ansonsten habe ich die letzten Tage noch an einer kleinen Überraschung für euch gesessen, die am 1. Januar für euch online geht. Ein kleines Video, was euch hoffentlich Freude macht. Und ja, das war natürlich wieder der super Beweis, wie gut ich es schaffe, mit dieser YouTube-Pause klarzukommen. Hat wohl nicht funktioniert, macht aber nichts. Und jetzt wieder das Hippie-Blabla. Vielen, vielen Dank für Vlogmas dieses Jahr. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben
dass ihr dran geblieben seid. Es hat mir großen Spaß gemacht, trotz Kamera-Fails und all diesem Gedöns und dieser chaotischen letzten Woche. Aber es hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich hätte riesen Bock, noch weiter zu vloggen. Ja, mal gucken, was ich mir da noch dazu so überlege. Ich hoffe wirklich von Herzen, dass dieses Jahr euch Spaß gemacht hat, dass euch meine Videos glücklich gemacht haben und Spaß gemacht haben und Dinge beigebracht haben oder Inspiration gegeben haben, was weiß ich. Vielen, vielen Dank für 2014. Ich freue mich tierisch auf 2015. Passt gut auf euch auf, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis dann. Tschüss.